Das Subsidiaritätsprinzip. Wenn Sie das Subsidiaritätsprinzip googeln oder in Wikipedia nachschlagen, dann kommen Sie an Oswald von Nellbräuning nicht vorbei. Oswald von Nellbräuning war ein sehr bedeutender Jesuitenpater, der für die Entwicklung der Idee des Subsidiaritätsprinzips und des Solidaritätsprinzips als Ordnungsprinzipien unserer Gesellschaft im deutschen Kontext nicht wegzudenken ist. Das Subsidiaritätsprinzip als Gedanke ist schon sehr alt. In die gesellschaftspolitische Debatte Einzug erhalten hat es grundsätzlich vor allen Dingen im 20. Jahrhundert. Und heute gilt es auch formell festgeschrieben für die Organisation sowohl innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als auch innerhalb der Europäischen Union. Die Grundidee des Prinzips lautet, die hierarchisch übergeordnete Ebene greift erst dann und auch nur insoweit in die Angelegenheiten ein, als dass die niedrigere Ebene und soweit die niedrigere Ebene mit der Aufgabe überfordert wäre. Das heißt, zunächst ist die tiefere, die niedrigere Ebene zuständig und nur wenn diese niedrigere Ebene die Aufgabe nicht bewältigt, greift die obere Ebene ein. Die Beweislast dabei wird für gewöhnlich bei der oberen Ebene gesehen, das heißt, die obere Ebene muss begründen, warum sie eingreift, warum die niedrigere Ebene nicht alleine mit der Angelegenheit fertig wird. Das Subsidiaritätsprinzip lautet nun, zunächst ist die Gemeinde zuständig. Nur wenn die Gemeinde mit der Aufgabe überfordert ist, greifen die kreisfreien Städte oder die Landkreise. Nur wenn die überfordert sind, greifen die Bundesländer. Nur wenn die Bundesländer überfordert sind, ist das Bundessache. Nur wenn der einzelne Nationalstaat überfordert ist, wird es eine Angelegenheit der Europäischen Union. So das Prinzip. Dasselbe Prinzip gilt auch für andere Bereiche. Man könnte also auch eine Kette aufmachen. Zunächst ist der Einzelne für sich verantwortlich. Wenn er damit überfordert ist, greift die Familie als unmittelbarer sozialer Zusammenhalt. Nur wenn die Familie überfordert ist, ist es eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinde. Nur wenn die Gemeinde überfordert ist, kommen höhere staatliche Ebenen zum Zug. Aus ökonomischer Warte gibt es zwei grundlegende Argumentationsstrukturen, wieso das Subsidiaritätsprinzip wünschenswert erscheint. Die erste Argumentationsstruktur lautet, eventuell ermöglicht das Subsidiaritätsprinzip präferenzgerechtere politische Entscheidungen. Die Argumentation lautet folgendermaßen, wenn angenommen werden kann, dass in einer kleineren Ebene die Präferenzen der Bürger homogener sind als auf der höheren Ebene, weil dort die Gruppe größer ist, dann ist die Entscheidung auf der kleineren Ebene näher an den Präferenzen der Bürger als auf der höheren Ebene. Darstellen kann man das mit folgendem Schema. Angenommen, ein Staat umfasst zwei Gebietskörperschaften A und B. Und die Einwohner sollen über die Menge eines öffentlichen Guts abstimmen. Und angenommen, die Nachfragen der Bürger in der Region A unterscheiden sich eben von der in Region B, so wie hier dargestellt. Dann ergibt bei einer Lösung, bei einem Preis von S, bei einem Steuerpreis von S, ergibt das natürlich unterschiedliche präferierte Mengen, XA und XB. Und wenn wir das auf der oberen Ebene, also der gesamtstaatlichen Ebene in diesem Beispiel, entscheiden und eine Kompromisslösung ziehen, etwa in der Mitte, dann verursacht das Wohlfahrtsverluste, weil diese Entscheidung in der Mitte weder für die Region A noch für die Region B angemessen erscheint. Die Region A möchte ja eigentlich noch weit weniger als in der Kompromissformel. Das heißt, hier entsteht ein Wohlfahrtsverlust entsprechend der aufzubringenden Kosten, die aber nicht mehr durch Zahlungsbereitschaft gedeckt sind. Und die Region B möchte ja eigentlich mehr haben. Das heißt, hier entsteht ein Wohlfahrtsverlust
aufgrund der eigentlich höheren Nachfrage, die durch eine Zahlungsbereitschaft gedeckt wäre, die aber nicht zum Tragen kommt. Ergebnis? Wenn die Präferenzen in der kleineren Gruppe auf der niedrigeren Ebene homogener sind als in der größeren Gruppe auf der höheren Ebene, dann kann die niedrigere Ebene die Präferenzen der Bürger besser berücksichtigen. Warum sollten die Präferenzen auf der kleineren Ebene homogener sein? Das muss man im Einzelfall entscheiden, ob man das plausibel findet. Es könnte zum Beispiel sein, dass kulturelle, historisch gewachsene Unterschiede in den Präferenzen vorliegen. Es könnte aber auch sein, dass sich die Gebietskörperschaften gerade so entwickelt haben, weil gleich und gleich sich gern gesellt, also weil die Leute in Gruppen gezogen sind, weil sie mit Gruppen zusammenarbeiten, mit denen sie homogenere Präferenzen haben. Aber das muss man im Einzelfall untersuchen. Das ist die Conditio für diese Argumentation. Zweitens, es könnte eine gute Idee sein, die Subsidiarität durchzuführen, weil das einen Wettbewerb zwischen Gebietskörperschaften ermöglicht. Dazu müssen wir uns nochmal erinnern, dass die politischen Akteure, die Politiker als Agenten der Prinzipale, der Souveräne des Bürgers tätig werden, aber aufgrund der asymmetrischen Information einen diskretionären Spielraum haben. Das heißt, sie sind nicht vollständig kontrollierbar in dem, was sie tun. Sie können den Bürger in Unsicherheit lassen, was die tatsächlich möglichen Alternativen angeht, und sie können ihn in Unsicherheit lassen, ob man die Aufgabe nicht auch besser machen kann, als sie es machen. Wenn Sie nun mehrere Gebietskörperschaften haben und damit mehrere solcher Prinzipal-Agent-Beziehungen parallel ablaufen, dann ermöglicht das in gewisser Hinsicht einen Wettbewerb. Dieser Wettbewerb kann über zwei Kanäle laufen. Erstens wird es eventuell möglich, dass Bürger in die andere Gebietskörperschaft abwandern, wenn ihnen dort das Angebot, das politische Angebot, besser gefällt. Das nennt man Wettbewerb mit den Füßen oder Abstimmung mit den Füßen, Voting by Feet, geht zurück auf eine Idee von Thibaut, wenn Sie nachschlagen. Und dann gibt es zweitens die Möglichkeit, wenn Sie nicht selbst wandern wollen, dass Sie lediglich vergleichen, was die Politiker in der anderen Gebietskörperschaft so machen. Das heißt, Sie lernen einfach durch Beobachten, die Politiker stehen im Wettbewerb, weil die Bürger beobachten, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass andere Politikoptionen eventuell zu besseren Ergebnissen führen. Das heißt, Gebietskörperschaften stehen in einem Systemwettbewerb untereinander. Und dieser Wettbewerb ist begrüßenswert dahingehend, dass er die Politiker diszipliniert, die Wählerinteressen bestmöglich umzusetzen. Nun ist das nicht automatisch der Fall. Wir können uns auch Argumente ausdenken, bei denen der Wettbewerb zwischen Gebietskörperschaften zu weniger begrüßenswerten Effekten führt. Kontraindikationen aus ökonomischer Sicht wären beispielsweise bei Vorliegen grenzüberschreitender externer Effekte, Externalitäten, bei Vorliegen von Größen- oder Verbundvorteilen, Economies of Scale or Scope, und bei Vorliegen der Situation eines ruinösen Wettbewerbs, das ist assoziiert mit dem Schlagbegriff Race to the Bottom. Das sind drei Kontraindikationen, das heißt, hier wäre der Ökonom skeptisch, ob der Wettbewerb zu wünschenswerten Ergebnissen führt. Das ändert allerdings am Subsidiaritätsprinzip im Prinzip nichts, denn das Subsidiaritätsprinzip erlaubt ja gerade, die Aufgabe auf die höhere Ebene zu legen, wenn sie eben die besser geeignete ist. Es muss nur begründet werden. Das heißt, hätte man eine oder mehrere der folgenden, der hier dargestellten Begründungszusammenhänge, würde man eben argumentieren, aus diesen Gründen glaube ich, die obere Ebene ist doch die zuständige. Fazit: Das Subsidiaritätsprinzip ist eine wichtige politische Kompetenzzuordnungsmaxime, der zufolge Entscheidungen oder Aufgaben auf der niedrigeren Ebene getroffen werden sollen, wenn diese dazu geeignet ist.
Aus ökonomischer Perspektive ist der Vorrang der niedrigeren Ebene wünschenswert, wenn entweder davon auszugehen ist, dass sich die Präferenzen der Bürger auf der niedrigeren Ebene eher entsprechen als auf der höheren, sodass die dezentrale Lösung näher an den Präferenzen der Bürger liegt, oder wenn die positiven Effekte des politischen Wettbewerbs zwischen den Gebietskörperschaften überwiegen, die Bürger also durch die Abstimmung mit den Füßen oder Benchmarking, Beobachtung alternativer Politikoptionen, die Politik disziplinieren können und dadurch die Entscheidungen näher an ihren Präferenzen zu liegen kommen. Tschüss.